Ja, erstmal herzlich willkommen zum Martin Koi Blog. Heute eine Frage von Stefan. Hallo Martin, sehe ich das richtig, dass bei der Einkreuzung von Karashi in andere Varietäten immer nur um das Wachstumsgen, aber nicht um die Farbe geht? Wenn das so ist, wüsste ich gerne, woran das liegt. Denn ein voluminöser gelber Koi mit schwarzer Zeichnung würde sich sicher auch außerhalb von Dortmund gut verkaufen. Freundliche Grüße an das Konishi-Team und besonderen Dank an Makoto für seine geduldigen Antworten. Stefan, du hast in der Überschrift Ki-Utsuri geschrieben, schreibst aber nachher unten von Gelb und Utsuri. Du meinst den Ki-Utsuri. Hi ist rot, Ki ist gelb. Und ja, das ist witzig, dass du das fragst, weil erst vor ein paar Tagen hat Makoto und Akimoto mich oben auf der Farm gefragt, Kiyotsuri ga uri asui desu ka? Das heißt, sind Kiyotsuri wohl leicht und gut zu verkaufen? Dann sage ich, wenn Karashi-Gen drin ist, hervorragend. Und es war, glaube ich, noch vor Corona, dass wir Karashiro Utsuri gezüchtet haben. Wir haben einfach ein Omosako Shiro Utsuri genommen und ein Karashi-Gen. Haben die einfach stumpf miteinander verpaart. Genau die Verpaarung, wo am Ende Kawari-Goi, also irgendwelche Sonderlinge dabei rauskommen, und zwei Handvoll Koi, mit denen man was anfangen kann. Und die zwei Handvoll Koi in dem Fall waren entweder Shiro Utsuri, die wirklich weiß und schwarz waren, und Ki Utsuri, die wirklich gelb und schwarz waren. Also die typische Utsuri-Zeichnung. Und die sind jetzt, ich schätze, 5, 6, 7 Jahre alt, so um den Dreh, und sind jetzt bereit, gezüchtet zu werden. Und genau bei dieser Variante haben wir natürlich dann das Gelb des Karashi-Goi auf dem mit dem Shiro Utsuri gekreuzt. Jetzt gibt es aber eine Schwierigkeit, wenn man die traditionellen Kiyotsuri aus Niigata sieht, die ja heute immer noch gezüchtet werden, die aber, ich will jetzt keinem Züchter was Schlechtes, nicht so auf Größe gezüchtet werden, also nicht so, das sind keine Blutlinien, die jetzt ewig groß werden, so rum wird ein Schuh draus. Und diese haben ein anderes Gelb, dieses Gelb geht eher in Kigoi-Richtung. Ja? Und unser Karashi-Gelb geht ja eher in Sandfarben, Senf-Richtung. Also das ist ein bisschen ein Unterschied. Jetzt ist die Frage, mit was Makoto nachher den Karashiro Ki-Utsuri, den Kara-Ki-Utsuri, ist ja ein gelber Ki-Utsuri, der aus dieser Verpaarung rauskam, was er nachher für ein Elterntier, ein männliches Elterntier oder weibliches Elterntier als Pendant nimmt. Nimmt er ein Kigoi? Nimmt er jetzt nochmal einen Karashi-Goi, also der Kara-Ki-Utsuri, der den einen Paar darstellt, der hat ja 50% Karashi-Blut. Verkreuzen wir jetzt wieder mit Karashi, keine Ahnung, ob es dann zu heftig ist, oder nehmen wir einen Ki-Utsuri aus einer Hi-Utsuri-Zucht. Es gibt ja auch Hi-Utsuri, die sehr hell sind, ja, könnte man auch nehmen. Oder nehmen wir beim ersten Mal gleich mal drei Elterntiere, männliche, dass man sagt, man nimmt einen Karashi, man nimmt einen Ki-Utsuri und man nimmt einen Ki-Utsuri aus einer Hi-Utsuri-Linie. Das kann man auch machen. Das hat wahrscheinlich die größte Aussicht auf Erfolg. Allerdings weiß man nachher nicht so wirklich, wenn gute Tiere dabei sind, kommt es jetzt von einem männlichen Elterntier oder kommt es von mehreren? Keine Ahnung. Also Wege gibt es da viele. Aber eins kann ich dir sagen, auch außerhalb von Dortmund, ja, und gestern hat ja, ich war so stolz auf euch, als ihr 2-0 in Madrid geführt habt, ich war so stolz, Brudi, ich schwöre dir, ich habe gesagt, geil, so. Und als ich heute Morgen aufgewacht bin, also es war bei mir so, irgendwann nachts habe ich das, glaube ich, wo ich aufgewacht bin, als ich morgens aufgewacht bin, war irgendwie Überschrift, Dortmund bekommt die volle Packung. In diesem Sinne, machen Sie es gut, wenn Sie Fragen haben, bitte fragen. Und bis zum nächsten Blog. Ciao.